Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Poppyhausen 2. Heute ist die 19. Folge und ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal ein Rathaus an. In Poppyhausen 1 habe ich ja das Hildesheimer Rathaus in der Tat nachgebaut, aber das werde ich hier, glaube ich, nicht nachbauen. Ich glaube, hier werde ich einfach ein neues bauen. Ich habe vom Hafen die Kisten, die Truhen, das sieht man da hinten, habe ich alle beseitigt. Die habe ich zum Teil, sieht man natürlich nicht, da oben hin platziert, mein ganzes Stuff. Wobei es waren ja meistens nur Bruchstein. Größtenteils nur Bruchstein. Habe hier ein Feuerbett gebaut. Das musste auch mal sein. Das fand ich ganz lustig. Und habe hier eben die Bruchsteine reingesetzt zum Beispiel. Oder hier auch anderen Stuff wie Holz und so weiter. Und habe natürlich halt auch noch meine Wirre-Kiste, wo ich unter anderem auch hier die ganzen Sachen wie Fäden und Pfeile und Knochen und so ein Scheiß abladen kann. Achso, und Glowstone-Staub, den habe ich bekommen, als ich tatsächlich einen Creeper getötet habe. Da ist das Ding rausgeflogen. Das setze ich doch mal hier hin und das Birkensetzlingszeug packe ich mal hier zum Holz. Ich muss mal gucken, ob es für meinen Texturepack irgendwie ein Update gibt oder sowas, weil das ist ja schon nicht mehr schön, wie hier die Kisten aussehen. Oder es liegt vielleicht auch am Shader, das weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. So, morgen soll ja ein neuer Bewohner die Stadt beziehen. Da hinten ist die liebe Shironaya. Die hat, glaube ich, erstmal ein Feld gebaut und ein paar Öfen und so. Ich glaube, die ist erstmal fleißig am Farmen. Morgen, wie gesagt, sollte eigentlich einer kommen. Geplant war einer von euch Zuschauern, was allerdings nicht funktioniert. Aus dem einfachen Grunde, ich habe das Problem, dass ich das Rezept mal wieder nicht weiß. Ich sage nicht, das geht so nicht. Ey, das wäre jetzt fatal. Mann. Ich habe das Problem, dass wir tatsächlich sehr spät dran sind, was den Bauserver betrifft. Und deswegen ist es unmöglich, in so einer kurzen Zeit für euch ein vernünftiges Schiff zu bauen. Und daher habe ich mir halt überlegt, ich lasse es einfach und hole diese Woche halt eigentlich denjenigen rein, den ich nächste Woche, also beziehungsweise zur 30. Folge erst holen wollte. Von daher, da bitte nicht traurig drüber sein, wenn es von euch jetzt keinen erwischt hat, sondern eben halt erstmal einen anderen, der auch so ein bisschen YouTube mitmacht. Oder die, je nachdem, was es für eine Person ist. Ich lasse mich überraschen. Da ist jedenfalls Fakt, dass ich mir halt überlegt habe, ich hole erstmal eine Person rein, die, ja, mit der ich schon zusammen was gemacht habe, muss ich dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, ich kenne die nicht. Aber ich habe mir halt, warum leckt das so? Ich habe mir halt dabei eben die Gedanken gemacht, dass ich, wie gesagt, eine Person nehme, mit der ich halt ja, so engeren Kontakt habe und auch schon ein bisschen was gemacht habe und so. Und deswegen, da bitte nicht verzagen. Es liegt nicht an euch, sondern es liegt ganz einfach an mir. Wie schon gesagt, liegt daran, dass ich einfach zu spät dran gewesen bin mit dem Server. Deswegen, also da, die Aktion mit dem Bauserver, die läuft noch bis Mittwoch, den. Jetzt brauche ich kurz ein Datum, warte mal. 18. Ich glaube, das ist der 18. Ich gucke mal ganz kurz aufs Handy, hier auf dem Kalender. Mittwoch, der, genau, 18. Mai. Bis dahin läuft dieses Event noch mit dem Bauen. Irgendwann abends werde ich dann einfach den Server dicht machen und dann kann von euch keiner mehr drauf. Dann fliegt auch derjenige, welche, der da noch drauf ist, runter. Und dann werde ich die Schiffe mir begutachten, werde sie bewerten und werde dann einfach sagen, ja oder nö. Das ist halt so der Gedanke. Und dann kommst du halt zur 30. Folge Poppyhausen hier drauf. Mit dem Hintergrund, sollte ich das vielleicht nicht hier machen? Vielleicht noch so zwei Schritte zurück? Das machen wir auch, warte mal. Das ist halt so der Hintergrundgedanke, dass ich dann eben sage, jetzt schmeiße ich euch alle runter, macht den Server zu und dann ist der eben für keinen mehr zugänglich, außer für mich. Oh lol. Und den Administrator, natürlich, ganz klar. So. Ach, hier war der See drunter, ne? Krass. Und nu?
Na, da habe ich mir was ausgesucht. Alter Verwalter, ey. Genau, das ist halt so der Hintergrundgedanke. Und da bitte nicht traurig sein, dass jetzt an dem Wochenende noch kein Zuschauer draufgekommen ist auf den in das Projekt mit rein. Hat einfach nur den Gedanken, dass es doch zu kurzfristig ist. Deswegen, und da möchte ich eben Gleichberechtigung für alle haben, weil ich habe immer noch Anmeldungen und Nachzügler, verständlicherweise, die eben seit kurzem erst davon erfahren haben. Und da möchte ich wirklich jedem eben gleichberechtigte Chancen lassen und geben, so dass tatsächlich jeder dann bei Null anfängt sozusagen und auch die gleichen Möglichkeiten bekommt wie jetzt du oder du oder du oder ne, so halt. Und was ich auch sagen muss ist, strengt euch an, die Konkurrenz ist echt mega mordsmäßig hart. Was ich gesehen habe, war Porno, aber volle Kanone. Also da gibt's wirklich Schiffe, die werden zum einen komplett umgekrempelt und neu aufgebaut, sowie auch einfache Bauten, muss ich dazu sagen. Also es gibt so ein paar Bauten, wo ich mir doch ein bisschen mehr von erhofft habe. Okay, also Normalstein ist dann nur Untergrund. Alles klar. Dann müssen wir da tatsächlich hier raus machen. Schade, ich dachte, ich könnte aus Normalstein tatsächlich Dingens machen. Treppenstufen. Alter, wieso leckt denn der Server so dermaßen? Uncool. Also machen wir ein Bruchsteinrathaus. Finde ich natürlich auch selber nicht so toll, aber gut. Dann ist das halt so. So. Und so. Nee, da bitte, wer noch Bock drauf hat. Infovideo ist, sollte jedem bekannt sein. Wenn ich nochmal drauf schauen, ist irgendwo hier in der Playlist mit drin. Von dem Projekt. So. Und so. Ach, ich glaube, das finde ich gar nicht so ganz unverkehrt, ne? Nee, da bitte, wie gesagt, wer noch Interesse hat, kann natürlich jederzeit gerne mitmachen. Wie gesagt, Infovideo ist halt zuhauf zu finden. Ja, doch, sieht cool aus. Deswegen, also da nicht verzagen. Anmelden, mitmachen, mitmischen, aufmischen, ummischen. So, ich muss, glaube ich, jetzt erst nochmal... Ich habe keine Erde mehr. Mann... Gut, dann gehe ich jetzt erstmal nach Hause, eine Runde pofen. Es ist der Weg natürlich ein Stück weiter, ne? Ich sollte vielleicht das Bett mit auf den Marktplatz nehmen. Dann penne ich hier, glaube ich, auch nicht mehr auf dem Scheiterhaufen. Das ist auch ganz cool. So. Erde haben wir auch noch. Das nehmen wir doch glatt mit. Hui. Aua. Oh, es wird schon grün, das Gras. Grünes Gras. So. Ja, ist ja fast wie ein Jump'n'Run. Auch nicht schlecht. Wie bauen wir jetzt hier weiter? Wobei der Torbogen sollte möglichst so nicht sein. So, das ist cool. Das ist very cool. Und dann... Wie mache ich ihn dann weiter? So? Ich gucke mir das erstmal an. Mal sehen, wie das aussieht. Nee. Das können wir knicken. Das können wir knicken. Warte mal, wie machen wir denn... Wenn ich da nochmal so ein Ding hinsetze. So. Und dann da wieder runter.
Oh, ich glaube, das können wir so machen, oder? Dann haben wir hier jetzt mal so ganz locker. 1, 2, 3. 1. Warte, haben wir hier, ne? 1, 2, 3. Das heißt, da und da. Richtig? Oder täusche ich mich da jetzt? Und dann müssen wir machen 1, 2, 3, 4. Okay, pass auf. Dann geht es hier nochmal weiter. 2. Wow. 3, 4. Alter, ist das laggy. Was geht denn heute ab? Achso, für die Leute, die gestern Space Astronomie erwartet haben, ist leider ausgefallen aufgrund eines technischen Defektes am Server. Unser lieber Jojo, der Admin, der ist natürlich bei und tut und macht und jenes und welches. Aber es ist halt immer wieder das große Thema, es hat nicht sollen sein. Deswegen konnten wir gestern nicht aufnehmen. Wir nehmen ja sonst immer so für 14 Tage auf. Und in diesem Fall hat es leider nichts genützt. Wir haben letzte Woche nicht aufnehmen können, aufgrund, doch, das geht. Aufgrund dessen, weil wir Vatertag hatten. Und da habe ich dann gesagt, nee, an Vatertag weigere ich mich tatsächlich aufzunehmen. Aus dem einfachen Grunde, es ist halt ein Feiertag und da ist man dann doch lieber im Kreise der Familie und macht nichts anderes. Deswegen war da halt einfach der Gedanke zu sagen, nee, wir machen das eigentlich im Laufe dieser Woche, also sprich gestern, normalerweise nehmen wir ja donnerstags immer auf und hat halt einfach nicht hingehauen, hat nicht sollen sein. Deswegen diesmal keine Folge Space Astronomy, wir nehmen das nächste Mal Space Astronomy erst am Dienstag, glaube ich, wieder auf. Ich glaube, am Dienstag machen wir nochmal eine kleine Session, sodass wir vorbereitet sind für den Donnerstag und werden dann am Donnerstag wieder ganz normal dann aufnehmen. Das heißt, ab Dienstag, ich weiß gar nicht, Dienstag bin ich, glaube ich, dran, ne? Dienstagabend nehmen wir auf, das heißt, Mittwoch wäre, glaube ich, der Eulk. Ja, Montag ist Christina dran, Dienstag wäre ich. Mittwoch Eulk, Donnerstag Christina und Freitag wieder ich. Ich glaube, so war das gewesen. Das heißt, die nächste Folge wird frühestens am Mittwoch kommen. Nächste Woche wieder. Deswegen, so lange gibt es halt leider Gottes kein Space Astronomie. Von daher bitte verzeiht uns das, aber das ist halt die höhere Gewalt des Feiertags. Stehen wir halt einfach mal drüber, ne? Machen wir mal so. Ist auch nicht schlimm. Nicht traurig sein, geht er weiter. Ist er nicht eingestanzt. So, jetzt brauche ich hier erst nochmal tatsächlich Stein. Stein, 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 Stein. So, zack, den setzen wir da noch hin. Und dann müssen wir ja schon fast wieder 1, 2, 3, 4 dahin, richtig? 1, 2, 1, 2, ja genau, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier müssen wir auch nochmal einen wegschaufeln und dann dafür einen normalen Stein hinsetzen. Jo. Jo. Schön, dass man auf Mauerstücke nicht springen kann. Noch ein? Nein. Okay, dann kommt da ein Steinchen hin. Ein Steinchen, du Schweinchen. Okay. Ich dachte, das funktioniert so. Aber wenn ich schon mal was dachte, ne? Ohne Witz, hat er sich eben noch gedreht? Die alte Sau. Es ist total uncool. So. Au. Ohne Witz, das ist doch cool. Doch, das finde ich cool. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Und dann haben wir schon mal den Torbogen für das Rathaus. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Nicht verkehrt, oder? Das ist doch, eigentlich kann man das doch lassen. Oh, ich denke mal, hier ist ein Creeper oder sowas, der hier rumrennt. So Creeper, weißt du? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ja, Rathäuser sind ja immer sehr wuchtig, etwas größer immer. Und dementsprechend 1, 2, 3, 4. Deswegen brauchen die auch immer so ein bisschen mehr Platz als normale Häuser. Das ist ganz normal. So, noch ein. Und dann kommt schon hier der Absatz drauf. Dann machen wir noch eine Treppenstufe hin. Und diesmal hoffentlich richtig. Und das gleiche hier auch. Dann haben wir nämlich den Doppelbogen fertig. Hurra! So. Dann kannst du weg. Ne? Sieht doch gleich aus jetzt. Muss ja eigentlich gleich aussehen. Richtig? Richtig. Voll gut. So, dann kann ich nämlich... Da mal angleichen. Alles klar. Ich habe nämlich schon so ein kleines Bild vor Augen, wie das Ding später mal aussehen soll. Das musst du, glaube ich, auch vorher haben bei so einem Projekt. Sonst kriegst du echt die Krise. So, Leute. Also, morgen kommt ein neuer Bewohner in die Stadt. Ich hoffe auch mit neuem Texturenpack, damit das auch Ganze hier vernünftig funktioniert. Weil das ist... Geht gar nicht sowas. Guck dir an, die Kisten leben, Alter. So, und ihr seid dann nächste Woche dafür dran. Eigentlich wollte ich es genau andersrum haben, dass bei den geraden Zahlen immer Zuschauer kommen und bei den ungeraden Zahlen dann irgendwelche Leute, die YouTube oder Twitch machen. Mal schauen, wie wir das jetzt handeln. In diesem Sinne, bewertet den Part. Wir sehen uns morgen hoffentlich wieder, wenn ihr dann seht, wer Neues dazukommt. Und in diesem Sinne noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Und die Leute, die neu dazu gekommen sind, lasst doch einfach ein Abo da, verpasst ihr keine Folge. Wir wollen so ein bisschen in Ruhe chillen und schnacken und so ein bisschen bauen und so. Und das behalten wir einfach mal bei. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.